Hallo und herzlich willkommen heute in meiner Küche. Mein Name ist Björn Freitag und ich habe mich heute entschieden, für die Parkinson-Vereinigung zu kochen. Das heißt, wir möchten den Patienten einfach tolle Gerichte zeigen, die leicht verdaulich sind, von höchster Qualität, die gut schmecken und auch einfach zu essen sind. Viel Spaß dabei heute. Ja, und ich bin nicht allein heute, sondern Christoph Kaiser ist bei mir, mein Küchenchef hier im Goldenen Anker. Er kocht hier einen Stern im Restaurant. Und ja, Christoph, wir machen heute einfach eine schöne, leckere Küche. Natürlich aber auch ganz gemütlich, dass man das wirklich gut nachvollziehen kann. Ja. Also ich sage jetzt erstmal, was wir kochen. Wir machen Schweinegeschnetzeltes. Dazu gibt es ein bisschen Reis und einen leckeren Gurkensalat. Und das Wichtigste beim Geschnetzeltes ist ja immer das Sößchen auch. Definitiv. Und ich zeige jetzt erstmal hier, das ist wichtig jetzt. Das habe ich vorhin schon mal vorbereitet. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber das ist für mich das Elementare in der Küche. Das ist ein guter Fond. Das heißt, ich hatte hier vorhin meinen Schweinerücken. Und da habe ich die Silberhäute und so alles, was so ein bisschen fettig war, abgeschnitten. Und habe das hier einmal kräftig angeröstet in der Pfanne. Ein bisschen Röstgemüse dazu, wie Sellerie und Zwiebel. Dann ein paar Kräuter, ein bisschen Knoblauch. So, wenn man das hier ein bisschen köcheln lässt, dann entsteht da so ein richtig schöner Fond oder Sud. Und das ist wichtig für Sößchen, weil im Geschnetzelten kann man jetzt nicht nur eine reine Rahmsoße machen. Also man kann da nicht nur Sahne reinhauen. Dann wird es zu fettig, dann wird es auch schwer verdaulich, sondern gut ist so ein bisschen Fleisch, Saft oder Fond. So, du machst die Gurke, die schälst du die vorher? Genau, ich schäle die jetzt noch. Ich zeige vielleicht mal kurz das Fleisch hier. Und zwar ist das jetzt ein deutsches Bio-Schweinchen. Das schneide ich jetzt mal einfach in kleine Scheiben. Was immer beim Geschnetzelten ganz wichtig ist, ist, dass man das Fleisch in der Pfanne schön nach und nach anbrät. So, da gebe ich schon mal einen Schuss Rapsöl in die Pfanne. Was machst du denn für ein Dressing, Chris, zu dem Gurkensalat? Mach einfach nur ein bisschen Zwiebel, Schalotte, nehme ich dafür dann halt dann die saure Sahne und ein bisschen so Essig. Ne? Genau. Das ist auch immer am leckersten, hier. Hier kocht parallel noch ein bisschen Reis. So. Das Fleisch würzt sich jetzt noch nicht, weil wenn ich jetzt schon zu früh Salz dazugebe, dann läuft mir das gleich so aus, dann läuft mir zu viel Bratensaft raus. Das wird alles hinterher gewürzt. So, dann hole ich mal eine Schüssel. So, die Gurken gebe ich jetzt schon mal auf ein Sieb. Ja. Und dann die ich salz die vorher. Genau. Ja, Gurke enthält ja, glaube ich, zu 99% Wasser. Oder ja. So, ne? Ja. Also da ist immer ganz gut, wenn man das Wasser ein bisschen rausholt, dass hinterher natürlich der Gurkensalat nicht zu flüssig wird. Und was hier wichtig ist, also Sie wundern sich jetzt gleich, warum ich nicht die ganze Zeit da im Fleisch rumrühre, sondern das ist ganz wichtig, dass man Fleisch auch mal braten lässt, weil sonst kann da gar keine schöne braune Kruste entstehen, wenn man die ganze Zeit daneben steht und rührt. Weil Fleisch, das dauert schon wirklich lange, bis das verbrennt. Also was zum Beispiel eher verbrennt, deshalb gebe ich das erst zum Schluss rein, ist eine Zwiebel. So, nochmal drehen jetzt. So, die Zwiebel, die schneide ich erst in die Richtung. Dann zweimal gleich nochmal quer. Und dann kommen da schöne Würfel bei rum. So. So, das Fleisch hat jetzt genug gebraten, das gebe ich jetzt in die Schüssel. So, und dann geben wir jetzt also den Rest vom Fleisch rein. Das heißt, ich brate das Fleisch jetzt in zwei Chargen an. Nochmal einen kleinen Schuss Öl mit rein. So, die Champignons, da schneide ich nur so ein bisschen das untere Ende ab. Dann schneide ich die in Viertel. Im Prinzip ist das, was ich jetzt mache, schon fast wie so ein bisschen so ein Züricher geschnetzeltes, nur halt, dass das vom Kalb ist und ich habe mich heute mal für das Schweinefleisch entschieden. Ich mache jetzt aus der sauren Sahne
schon mal den Dressing für den Gurkensalat. Viele machen ja auch Gurkensalat mit Sahne. Sahne hat ungefähr 30% Fett, saure Sahne 10% Fett. Ne? Also, und ich finde fast zu Gurkensalat saure Sahne besser. Super, ja. Ja. Mal auch nur ein bisschen. Weil da geht es ja auch wieder um Bekömmlichkeit. Ne? Und wenn der Körper eh schon gestresst ist und man stresst den dann noch mit unbekömmlichen, zu fettigen Essen, dann geht das natürlich schnell nach hinten los. So, und hier sieht man jetzt ganz schön, wenn man das Fleisch wirklich in Ruhe braten lässt, ja, dann entsteht erstmal schön Röstaroma und da läuft nichts aus in der Pfanne. Ne? Das passiert ja ganz vielen so, dass die Pfanne dann voll mit Wasser ist hinterher, also mit Fleisch. Ja. Natürlich nicht so schön. Ne? Ich mache jetzt noch ein bisschen frische Petersilie mit rein. Ja, ja, frische Kräuter sind natürlich auch immer sehr verdauungsförderlich, ne? Und einfach auch lecker. Also ich würde immer empfehlen, wirklich, wenn dann, frische oder tiefgefrorene Kräuter zu kaufen. Aber ich würde zum Beispiel Petersilie niemals getrocknet kaufen. Das sieht ganz schlimm aus. So, und das ist so schön jetzt hier, was man hier sehen kann. Ich habe ja jetzt eine Edelstahlpfanne genommen, also keine beschichtete. Und hier bildet sich jetzt unten so ein Bratensaft. So eine Jus nennt man das auch. Und die löscht man nachher ab mit dem Fond. Und das ist der eigentliche Geschmack Werner Soße ist, wo viele denken, sie müssen dann unbedingt diese Fixtüten kaufen. Das kann man aber auch auf natürliche Art und Weise machen. So, das Fleisch wieder zum bisschen abkühlen in die Schüssel rein. Das lasse ich jetzt einfach so ein bisschen chillen. Gebe nochmal einen Hauch Rapsöl in die Pfanne. Jetzt kommen zuerst die Pilze rein. Wenn du mit dem Sieb fertig bist, ja, passiert mit dem Sieb gleich die Soße, ne? Aber das dauert noch. So, die Pilze brate ich jetzt kurz an. So, und jetzt habe ich genau diese Dunkelheit hier in der Pfanne, die ich haben will. Und das riecht einfach auch herrlich jetzt. Ne? Das ist jetzt Kochen mit Geschmack, ne? Aber nicht mit Geschmacksverstärkern. Dann kommen die Zwiebeln dazu. Das, irgendwo habe ich da hinten noch so einen Hauch Knoblauch gesehen. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel frischer Knoblauch. Gut, der ist so ein bisschen saisonabhängig, aber momentan, so im Sommer, kriegt man den ganz gut. Und den kann man wirklich komplett hernehmen. Das heißt also, ich kann auch diese Scheidewände mit verarbeiten. Schneide ein bisschen runter. Hack den nochmal so ein bisschen klein. Und gebe den dann komplett in die Pfanne rein. Ablöschen tue ich das gleich, unter anderem mit meinem selbstgemachten Fond, aber auch mit ein bisschen Weißwein. Wer natürlich ein Problem mit Weißwein hat, nimmt einfach einen Schuss Traubensaft, geht auch gut. Gib den Weißwein mit rein. So, und jetzt kommt natürlich das wichtigste Würzen. Also, ich nehme erstmal Pfeffer. Ich nehme immer weißen Pfeffer, weil der weiße ist der reife und auch der leckere. Der schwarze ist ja Effekthascherei, ne? Den isst man eher zum Steak. Ne? Dann habe ich hier ein bisschen gutes Meersalz. Ich nehme immer gerne Meersalz, weil ich finde einfach normales Kochsalz, da haben wir ja auch oft drüber diskutiert, hat so einen beißenden Geschmack. Ich finde Meersalz einfach schöner. Und dann habe ich hier noch was Besonderes, das hast du noch im Keller gefunden. Genau. Ja. Erklär mal, was ist das? Das ist eine französische Rauchpaprika. Nee, das ist nicht Rauch, oder? Das ist Rauch? Ganz leicht, die heißt geräucherte Pfefferpaprika, kommt aus Frankreich. Ja, das ist jetzt für mich so ein Paprikapulverersatz, gibt eine schöne Farbe, leichte Schärfe rein. Jetzt kommt es drauf an, und zwar habe ich hier den Fond, den ich aus meinen Schweineparühren gemacht habe. Den gebe ich dazu. So. Dann lasse ich das jetzt richtig kräftig aufkochen. Jetzt kommt aber erstmal noch ein Schuss Sahne mit dabei. So, nicht zu viel. Und jetzt habe ich hier noch ein bisschen Bio-Zitrone. Bio deshalb, weil ich nehme jetzt nur die Schale ein bisschen, weil wenn ich jetzt zu viel Saft da reinmachen würde, würde sich das Söschen trennen. So, da gebe ich jetzt einen Hauch Schale rein. So, und vielleicht sehen wir das ganz schön. Das Söschen dickt sich jetzt durch das Einkochen an. Und ganz zum Schluss geben wir dann einfach noch
das Fleisch dazu. Dann kommt jetzt das Fleisch im letzten Moment dazu, dass das nur noch mal im Sößchen ein bisschen warm wird. Also jetzt nicht mehr kochen lassen, nur noch so ganz leicht in dem warmen Sößchen ziehen lassen. Du gibst schon mit dem Reis drauf jetzt. Schon mal. Boah, ganz zum Schluss noch die Petersilie dazu. Und da haben wir doch ein leckeres, schnelles, gut bekömmliches Gericht jetzt gemacht. Ne? So, da haben wir jetzt unser Schweinegeschnetzeltes mit Reis und Gurkensalat, das Ganze lecker abgeschmeckt. Es riecht auch schon verdammt gut. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Nachkochen. Danke dir, Chris. Gerne. Vielleicht bis demnächst mal wieder. Ciao.